Willkommen bei Behind You, Leute. Dieses Video, was du dir jetzt anschaust, sind unveröffentlichte Szenen nach unserem schrecklichen Witcher-Board-Unfall. Wir sagen immer an dieser Stelle, lasst die Finger von diesem Scheiß-Board, Leute. Wir warnen euch davor. Nicht abbrechen, Martin. Nicht, weil wir auch irgendwo jetzt hier einen auf Moralapostel machen, aber einfach, weil wir heftige Sachen erlebt haben. Die ein oder anderen kennen das Video schon, was hier bei uns vorgefallen ist mit dem Witcher-Board. Und wir möchten euch jetzt Szenen zeigen, die noch nicht veröffentlicht wurden, wie es nach dem Witcher-Board weitergegangen ist. Wir haben danach noch ein Ritual gemacht und noch eins. Und wir haben jetzt nochmal diese Materialien gesichtet und uns ist wirklich richtig aufgefallen, wie Martin vom Wesen verändert gewesen ist in den Aufnahmen. Schaut es euch jetzt an. Und lasst uns über das Ganze diskutieren und wir werden gemeinsam als La Familia weiter das Paranormale erforschen mit eurer Hilfe. Schön, dass es dich gibt. Jetzt geht's auch schon los. Hast du es gehört? Willkommen in einem neuen Teil von Behind You. In dem Video heute geht es um die sageumwogene Devil Ghost Box. Wir haben schon etliche merkwürdige Besonderheiten an dieser Box festgestellt. Es sind ein paar Sachen aufgetaucht, die wir heute nachfragen wollen. Schaut es euch jetzt bitte in diesem Video an. Wenn ihr Angst oder irgendwelche Sorgen bemerken solltet in dem Video oder wenn ihr Zweifel pflegt, bitte schaut das Video danach nicht an. Schön, dass du reingeschaut hast. Ich möchte nochmal an dieser Stelle sagen, wenn dieses Video überhaupt hochgeladen wird, was ich noch nicht wirklich genau weiß, bitte ich dich, sorgfältig zu überlegen, ob du hier an dieser Stelle weiterschaust. Denn das, was du vielleicht zu hören bekommst, kann eventuell zu nicht so ganz tollen Auswirkungen für dich führen. Ich möchte in dem Feld erstmal sagen, dass du bitte überlegen sollst, ob du das überhaupt sehen möchtest. Folgendes passiert. Wir haben eine Witcher-Board-Sitzung gemacht und was passiert ist, möchte ich jetzt nicht so ganz gerne drüber reden. Auf jeden Fall hat es was mit Martin zu tun. Wenn, dann muss Martin das selber für sich mal entscheiden, ob er das erzählt haben möchte. Und es geht jetzt darum, dass wir mit der... Das ist ein Kreuz, Martin. Was machst du da? Martin? Was tust du da? Fühlt sich das komisch an, oder was? Nicht sauber gearbeitet. Oh, Alter. Alter, ich schrieg richtig. Es geht, lass mich jetzt aus dem Konzept gemacht. Es geht auf jeden Fall darum, dass Martin Antworten mit der Ghostbox haben möchte. Und wir werden dies aus diesem Fall jetzt mal eine Ghostbox-Sitzung für euch nochmal abhalten. So, für die Leute, die nicht wissen, was eine Ghostbox ist, das ist eine Devil Ghostbox, die wir aus England haben. Und die kann hier in dem Falle von außen akustische Audiosignale aufnehmen, umwandeln und dann reverse wieder ausspielen in Verbindung mit einer großen Einheit. So, okay. Willst du denn jetzt fragen, Martin? Oder? Also es geht jetzt darum, dass wir um Antworten bekommen. Für Leute, die nicht wissen, wen wir rufen, es sind bestimmte Sonderheiten, die wir mit dem Witcher-Board gehabt haben, wo es zu ein paar unerklärlichen Sachen gekommen ist. Okay, also Leute, geht schon los. Ich frage in erster Linie, ob irgendeine Seele anwesend ist. Ich stelle mich mal dafür einfach mal hin. Ist irgendeine Seele anwesend, die hier mit uns in Kontakt treten möchte, um unsere offenen Fragen zu klären? Ich habe einen Puls von 100, Leute. Echt, ich schwör's euch. Ich habe voll Herzpumpen. Ist irgendjemand anwesend? Was? Herz. Ich habe gerade was mit dem Herz gesagt, Leute. Martin. Habt ihr mitbekommen? Finde ich doof, oder? Ich habe doch gerade nur gesagt, ich habe einen Herzschlag ohne Ende. Mhm. Ja, ihr habt gehört, ich rede jetzt gerade über, dass ich einen riesen Herzschlag habe und es kommt das Antwort Herzschlag. Auf jeden Fall, die Stimmung, Leute, ist absolut im Keller. Die ist absolut im Keller.
Lars gerade hier ist absolut auch nur in seinem Handy versunken. Martin geht's nicht gut, mir geht's auch super scheiße, bin ehrlich. Ich bitte hier nochmal die geistige Welt um eine Antwort. Was hat das was mit mir gerade zu tun, kann das sein? Wenn du da bist, kannst du jetzt mir bitte eine Antwort geben. Hat das was mit mir zu tun? Was? Konnte ich jetzt nicht verstehen. Ich konnte deine Antwort nicht verstehen. Kannst du das bitte anders formulieren? Hat das was mit mir zu tun? Er liest doch auf dem Display. Siehst du es nicht auf dem Display? Nee, der stand nicht kalibriert. Also super, super creepy. Ich erkläre es euch nochmal. Audiofrequenzen werden hier mit dem Mikrofon aufgenommen. Die gehen in die Ghostbox rein, werden reverse abgespielt und zusammen mit der Software und Kämpfer. Ja, was haben wir vorhin das Thema gehabt? Was war die Tarotkarte, Lars? Kannst du dich erinnern? Ritter der Stärke hast du gezogen. Ich habe vorhin eine Karte gezogen. Ritter der Stärke. Ja, ich bin Kämpfer. Was möchtest du von mir? Entschuldigung, dass ich ein bisschen raus bin aus dem Thema. Was möchtest du von mir? Ich bitte nochmal um eine Antwort, was du von mir möchtest. Antworte. Antworte uns. Du kannst eh nicht über uns siegen. Niemals. Das ist eine ganz, 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 ganz miese Stimmung, Leute, ich schwör's euch. Gib mir eine Antwort. Was ist vorhin hier vorgefallen? Was ist hier vorgefallen gerade? Also ich beziehe es immer noch auf die Witcher-Sitzung hier vorhin, die ein bisschen... 81. Lars guckt in der Bibel nach, 81. Haben wir jetzt Antworten. Was ermahnen. 81 wird was ermahnt. 81. Höre an, oh himmlischer Vater. Die letzte Zeile, was ist das? Die letzten. Ja, höre an, oh himmlischer Vater, das Gebet deiner heiligen Kirche, mit welchem die beiden göttlichen Majestäten im Namen unseren Herrn. Wir verstehen deine Antwort 81 nicht. Doch. Verstehst du das? Verstoß uns, arme Sünde, und ich. Hat das mit Verstoß zu tun? Wir haben jetzt in der Bibel die Seite 81 aufgeschlagen. Ehrgeizig. So. Uns gönnt er nicht. Gott. Das ist so unheimlich, Leute. Waren wir einfach zu schnell. Waren wir zu schnell für dich? Nein, ich meine, wir waren zu schnell für alles. Wir wollten einfach. Wären zu unfassbar. Wollten wir zu viel auf einmal. Wer ist frei? Jetzt kam eine Antwort, frei. Wer ist frei? Bist du frei oder bin ich frei? Oder ist Martin wieder frei? Ich bin ehrlich, das ist das Unheimlichste, was ich bis jetzt jemals überhaupt mit euch gemacht habe. Wer ist frei? Versuch mir das zu definieren, bitte, wer frei ist. Und hier alles gut? Das sind alle super nachdenklich. Wer ist frei? Das Warten macht einen echt fertig, ich schwör's euch. Wer ist frei? Ist gerade irgendwie kein Kontakt oder so? Wer ist frei? Weiß nicht, ob es gut ist, wenn du fragst.
du den Martin gehört? Eine Stimmung im Raum ist eine Waffe. Eine Waffe. Bin ich eine Waffe? Was willst du mit deinem, was willst du mir damit teilen? Oh, mir fehlen schon die Worte. Was willst du damit mitteilen? Wir reinigen nachher erstmal voll den Raum, ja? Was willst du uns damit mitteilen? Weil ich das Gefühl habe, Martin nicht auf. Das bringt doch nicht weiter. Okay. Martin hat Stecker gezogen. Was war denn mal nicht dann, bitte? Martin hat jetzt einfach einen Stecker gezogen mitten in der Sitzung. Und hat den, ich weiß nicht, ob es wirklich eine gute Idee war, weil der Kontakt jetzt einfach so ohne Verabschiedung abgebrochen wurde. Wir werden heute kein Ritual, kein anderes mehr machen, auf keinen Fall. Die Verstimmung ist absolut im Tiefpunkt. Ja, wir sehen uns im nächsten Video auf Behind You, Leute. Haut rein.